Disclaimer: Hierbei handelt es sich um ein Hörspiel aus dem Jahre 2024. Es ist ein Produkt seiner Zeit. Daher kann es teilweise diskriminierende Darstellungen enthalten, die damals in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden. Jegliche Art von Diskriminierung war damals wie heute falsch und passt nicht zu unserer heutigen Auffassung von einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Hörspiel in seiner Originalfassung zu belassen und die kulturellen Versäumnisse der Vergangenheit nicht zu verbergen. Diskriminiere nie und PC. Die drei Fragezeichen. Turm von H8 auf H4. Interessant, Justus. Ich ziehe meine Dame von A4 auf B3. Hä? Moment mal, das geht doch gar nicht. Du hast doch ein Ding im Weg. Wie meinen? Du hast doch ein Bauer im Weg. Hä? Justus, du scheinst heute nicht ganz du selbst zu sein. Ich dachte zunächst, es handle sich um eine neue Teufelei von dir, dass du die Dame im vierten Zug geopfert hast. Aber ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Sie haben recht, NWO-Minister. Und so sehr ich unsere gelegentlichen halb digitalen, halb analogen Schachpartien genieße, muss ich diese Partie aufgeben. Na gut. Ein guter Feldherr sollte stets wissen, wann er die Schlacht verloren hat. Darf ich fragen, was mit dir los ist? Ja, tatsächlich bin ich ein wenig neben der Spur. Mein Onkel Titus ist mit Tante Mathilda verreist und ich habe nun schon eine Woche nichts mehr von ihnen gehört. Ach, die genießen bestimmt nur ihren Urlaub und wollen ungestört sein. Wo sind sie denn hin? Sie machen eine Südamerika-Rundreise und da soll es ja aktuell einige Unruhen geben. Davon habe ich auch gehört. Nun denn, bis zum nächsten Mal, falls es eines geben sollte. Wie meinen Sie das? Aufgelegt. Was für ein Scheißtag. Ja, was ist denn? Besuch, Besuch! Fresse, Blackie! Fresse, Blackie! Mädel Justus, dein Detektivteam ist am Start. Mädel Erster, na, alles fresh? Ach, lasst mich in Ruhe. Oh, ich verstehe. Du hast noch immer nichts von deinen Verwandten gehört? Nein, immer noch nichts, Peter. Ja, langsam mache ich mir auch Sorgen. Aber abwarten. Solange nichts in den Nachrichten berichtet wird, scheint die Lage dort ja noch einigermaßen stabil zu sein. Ach, macht euch doch nicht verrückt. Jeder weiß doch, dass Titus Schulden bei der Drogenmafia hat. Bestimmt wollte er nur für einige Zeit untertauchen. Wenn wir denn wenigstens einen Fall hätten, um ein wenig auf andere Gedanken zu kommen. Vielleicht ändert sich das ja nun. Metal, Mr. Bitchcock. Sie haben lange nichts mehr von sich hören lassen. Viel zu tun? Ihr wisst ja, wie das in meinem Business ist. Man muss am Puls der Zeit bleiben, um diesen dauerunanierenden, vereinsamten Pornokonsumenten immer etwas Neues zu bieten. Aktuell verfilme ich alle meine alten Filmklassiker neu und ersetze jede männliche Hauptrolle mit einer lesbischen Frau. Put a girl in it, make her gay. Ach, der gute alte Disney-Move. Aber deswegen rufen Sie doch sicher nicht an, oder? Tatsächlich nicht. Ich habe einen unfassbar spannenden Fall für euch. Womöglich der spannendste, lustigste und nervenaufreibendste Fall, den ihr jemals in eurem... Justus, warum hast du das gemacht? Ist doch immer dasselbe mit dem. Er verspricht uns einen super Fall und am Ende landen wir in irgendeiner misslichen Lage. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Na, da ist was dran. Vielleicht lassen wir es lieber weiter etwas ruhiger angehen. Wer ist das denn jetzt? Es ist ich, Biporella. Normalerweise wartet man nach dem Klopfen, bis jemand hereinsagt. Biporella ist überall willkommen. Wisst ihr das nicht? Hier jedenfalls nicht, wenn Sie sich so benehmen. Was wollen Sie überhaupt? Ich habe gesehen in TikTok Reaction auf eure Fälle und alle loben. Ihr seid gute Detektive.
Es heißt Heydektive. Und so wirklich schmeichelhaft ist das auch nicht, wenn man auf dieser Krebsplattform erwähnt wird. Ich habe Job für euch. Verrückter Job. Ich denke, da müssen wir ablehnen. Wann hat man schon einmal Ehre, vor Queen von TikTok zu arbeiten? Wir hoffentlich nie. Gute Frau, wir haben soeben beschlossen, dass wir für den Moment keine neuen Fälle annehmen werden. Wir haben sogar einen Fall unseres Mentors und Erschaffers, des großen und gut aussehenden Alfred Bitchcock, zurückgewiesen. Wer ist Bitch? Wer ist Bitch? Du bist Bitch, du dumme Sau, du. Ich muss euch wohl Respekt beibringen. Ich habe Connection zu Arabakan. Arabaklan meinen Sie wohl? Ihr macht mich wirklich langsam sauer. Das wäre dann ja eine gute Gelegenheit, den Raum zu verlassen. Also raus hier. Wie ihr konnt es wagen, so zu reden mit großer Queen. Ihr habt noch nicht mal angehört meine Problem. Ich werde verfolgt von NWO, aber ihr werft mich raus? Seid ihr Rassisten? Nein, wir haben nur keine Lust auf famegeile Instagram-Bitches. Ist TikTok. Oh Gott, noch schlimmer! Was für eine unangenehme Person. Ach, was sich manche Leute erlauben. Wenn man Hilfe benötigt, sollte man ja doch etwas freundlicher sein. Trotzdem hoffe ich, es war nichts Schlimmes. Sie hatte doch die NWO erwähnt, mit der wir ja auch schon zu tun hatten. Am Ende machen wir uns noch unterlassene Hilfeleistung schuldig. Ach, keine Sorge, Peter. Ich kenne solche Leute. Die wollte sich nur wichtig machen und ein wenig ihre Persönlichkeitsstörung ausleben. Heutzutage denkt sich doch jeder Spinner irgendwelche Storys aus, um in die Schlagzeilen zu kommen. Nichts für ungut, Leute, aber da es ja nun ohnehin keinen Fall gibt, würde ich es vorziehen, ein wenig alleine zu sein. Na gut, Erster. Melde dich, sobald es etwas Neues gibt. Kopf hoch, Justus. Denk an meine Drogenkartelltheorie. Dein Onkel taucht bestimmt bald wieder auf. I just wanna make you mad. Am nächsten Morgen saß Peter vor dem Fernseher und zappte durch die Programme. Bei einer packenden Nachrichtenmoderation von Herrn Justheim blieb er hängen. Mist. Langweilig. Kenn ich schon. Gay. Langweiliger Mist. Gayer Langweiliger. Ey, Moment mal! Denn im südamerikanischen Tierra Sagrada überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem die Lage in den letzten Wochen immer angespannter wurde, hat sich die Befürchtung des Präsidenten Jesus Sagrada bewahrheitet und militante Truppen des Nachbarstaats San Inferno sind eingefallen und haben zahlreiche Geiseln genommen. Zudem wurden einige Denkmäler überfallen und geplündert. Tierra Sagrada ist der erklärte Feind der radikal-vegetarischen Diktatur San Inferno, die den Fleischkonsum strikt ablehnt und eine weltweite FKK-Kommune anstrebt. Ach du lieber Gott, in die Gegend sind doch Justus Verwandte gereist. Ich rufe ihn besser mal an. Peter, ich nehme an, du guckst auch gerade die Nachrichten. Ja, Justus, das ist ja schrecklich. Deine Tante wollte doch unbedingt den phallischen Turm von Tierra Sagrada mit seinen zwei imposanten Koppeln sehen. Gut möglich, dass sie und Titus vor Ort waren, als der Überfall geschah. Diese Infiernis sind komplett unberechenbar und handeln fernab jeglicher Logik. Menschenopfer und Hinrichtungen sind völlig okay für sie, aber es darf kein Fleisch gegessen werden. Sie sind zu allem fähig. Justus, ich muss auflegen, es klingelt. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns später in der Zentrale. Ich komme ja. Wer wird denn so ungeduldig sein? Mein Gott. Was wollen Sie denn? Mein Name ist Carsten Pfahl. Ich bin Privatdetektiv und Beschützer der Schwachen und Unterdrückten. Da haben Sie ja derzeit sicher extrem viel zu tun. Immerhin sind gefühlt 90% der Bevölkerung unterdrückte, benachteiligte Opfer. Richtig. Ich kann wirklich nicht klagen. Du bist Peter von den drei Fragezeichen, richtig? Korrekt. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun, ich ermittle in einer Entführung, die letzte Nacht passiert ist. Eine junge Frau wurde während eines Drogendeals überwältigt und verschleppt. Wie schrecklich. Meinen Sie, das hat was mit dem terroristischen Akt zu tun, der gerade in den Nachrichten rauf und runter läuft? Sehr unwahrscheinlich. Dennoch hat der Fall höchste Brisanz und ich brauche deine bzw. eure Hilfe bei der Aufklärung. Ich weiß nicht, wieso wir zurzeit so viele Angebote bekommen, aber aktuell nehmen wir keine Fälle an. Bei diesem Fall seid ihr aber beteiligt.
und in gewisser Weise auch Mitschuld. Eine Dame namens Bea Porella, die meines Wissens nach zuvor bei euch Schutz gesucht hat, wurde entführt. Ach du lieber Gott, da war mein schlechtes Gewissen wohl berechtigt. Erzählen Sie mehr. Ich schlage vor, dass wir uns mit deinen Kollegen direkt am Tatort treffen und alles besprechen. Na gut, dann los. Okay, zum Anti-Mobbing-Mobil. Peter benachrichtigte noch Justus und Bob und fuhr mit dem enthusiastischen Detektiv los. Bob brach seinerseits auf und sammelte Justus mit seinem VW-Käfer ein. Zusammen machten sie sich Richtung Tatort auf. Mir ist das ganze Szenario immer noch recht suspekt. Das läuft doch wieder auf eine gefakte Entführung hinaus, um Klicks abzugreifen oder so. Aber immerhin scheint es ja Zeugen zu geben. Darauf kann man heutzutage doch auch nichts mehr geben. Ehrlichkeit ist ein rares Gut geworden. Mir fallen nicht wenige verabscheuungswürdige Subjekte ein, die selbst vor Gericht lügen würden, ohne mit der Wimper zu zucken, versteht sich. Sieh mal, Bob, da drüben vor der Weihnachtsmarktbude sitzt ein verwirrt wirkender Mann auf der Straße. Und er scheint ein Video von sich aufzunehmen. Lass uns das mal überprüfen. Mensch, Justus, es ist doch nun echt nichts Besonderes. Jeder hängengebliebene Dorfdepp rotzt doch inzwischen seinen Gedankenmüll ins Internet. Ich habe aber das Gefühl, dass das hier ein ganz besonderer Dorfdepp ist. Lauschen wir mal. Hey Leute, ich bin's, euer Till. Ich sitze hier vor einem Stand am Weihnachtsmarkt, dessen Namen ich nicht nennen will. Trotzdem filme ich mal den Namen, die Straße und poste euch meinen Standort im Anschluss an dieses Video. Also folgendes ist passiert. Ich komme an diesen Stand, stelle mich für einen Glühwein an und keiner lässt mich vor. Ich sag denen noch, ey, ich bin's, Till Dofakin. Keine Sau hat's interessiert. Ich musste wie jeder normale Mensch warten. Und der Hammer kommt erst noch. Ich hatte noch ein bisschen Weihnachtsschmuck bei mir. Lametta, Kugeln, Sterne. Und dachte, na, der Stand, der könnte noch ein bisschen Verzierung gebrauchen. Ich will so gerade was aufhängen. Und da sagt der Budenbesitzer zu mir, pack deinen Stern ein. Und ich so, hey, das ist ein freies Land. Und dann sagt einer aus der Schlange, jetzt pack deinen Stern ein. Die Farbe passt auch gar nicht zur restlichen Deko. Ja, ich hätte echt gedacht, diese Zeiten in Deutschland sind vorbei, aber... Ach du lieber Gott, so viel Dummheit passt doch in keine Menschenhaut rein. Bitte? Ja, also erstens stört ihr gerade mein Video und zweitens solltet ihr euch mal ganz schnell mit mir solidarisieren, um keinen Shitstorm abzubekommen. Ach komm, Bob, der ist es nicht wert. Ignorieren wir ihn und gehen zum Treffpunkt. Eigentlich hast du recht. Das effektivste Mittel gegen Fame-Huren ist einfach nur die Nichtbeachtung. Hey, wartet! Es braucht noch eure Daten, um euch zu leaken. Wenig später also am mutmaßlichen Tatort. Es war keine schöne Gegend. Der Hinterhof eines besetzten Hauses, in dem allerlei Gesindel wohnte. Sperrmüll, McDonald's-Tüten und alte iPhone-Verpackungen zierten den antikapitalistischen Rückzugsort. Die drei Detektive hatten sich zusammengefunden und standen unbehaglich neben dem massigen Carsten Pfahl. Nach kurzer Vorstellung begann der Informationsaustausch. Und schon wieder stehen wir in einer heruntergekommenen Gegend rum, die wir sonst nie betreten würden. Das macht den Beruf des Detektivs doch aus, Peter. Hätte mir das mal einer früher gesagt. Carsten, würden Sie uns nun bitte die ganze Geschichte erzählen? Natürlich, mein Junge. Also, Bea Porella hat mich gestern Abend kontaktiert wegen eines aktuellen Falls von Mobbing, Belästigung und Stalking. Wie ich Peter bereits mitteilte, habe ich in der Kategorie Mobbing aktuell mehr als genug Fälle. Also wollte ich zunächst einmal herausfinden, ob ich den Fall an meine extrem unterbezahlten indischen Mitarbeiter outsource, die ein paar Postings löschen lassen, oder mich persönlich darum kümmern muss und den Fall mit etwas Nachdruck löse. Bea Porella schlug also ein Treffen am hiesigen Ort vor, da sie sich hier kurz zuvor noch mit einer Freundin treffen wollte. Am Treffpunkt fanden sie aber niemanden vor. Nur die Freundin, die sich allerdings als Bea Porellas Crystal O'Chrome Dealerin herausstellte. Alles sehr kurios. Konnten Sie die Freundin nicht ausgiebig befragen? Sie war unter Schock und vermutlich auch unter Drogeneinfluss. Faselte etwas von einem Geisterpiraten, der ihre Kundin entführt hatte. Ich beschloss es heute nochmal zu versuchen und euch, die ihr da ja auch irgendwie mit drin hängt, mitzubringen. Dann suchen wir mal diese besagte Rauschgifthändlerin. Ich sehe hier weit und breit niemanden. Nur Müll und Schrott und Trümmer.
und zwischen all dem Müll, Schrott, Traurigkeit und Leid, was erblicken meine Äuglein? Unseren allseits geliebten Freund Trümmer-Toni! Hey Toni, gut dich zu sehen! Wer soll das sein? Das ist der bekannte und beliebte Landstreicher Trümmer-Toni, ein alkoholkranker Ausgestoßener, dem wir seine Sucht gerne für ein paar Informationen weiterfinanzieren. Wer macht denn hier so einen Krach? Hey Toni, wir sind die drei Fragezeichen. Langsam. Mal langsam. Ihr verwechselt mich. Mein Name ist Jenke. Alki. Alki Jenke. Red keinen Müll. Wir wissen genau, dass du es bist, Toni. Netten Zarenstein hast du da. Teilweise richtig. Tatsächlich identifiziere ich mich, seit es möglich ist, als mehrere unterschiedliche Obdachlose, um mehrfach vom Staat abzukassieren. Komplett legal. Das geht? Komplett geisteskrank. Es wäre aber nicht multiplikaphob hier, Kollege. Naja, an sich kann man dir keinen Vorwurf machen, sondern eher dieser irren Gesellschaft, die sowas zulässt. Also kannst du uns für 5 Euro ein paar Informationen geben? Also meine Stufe, meine aktuelle Multiplikationsstufe ist 4. Das wären also eher so 5, 4, 20 angebracht. Bitte sehr. Das glaube ich jetzt nicht. Gib's ihm schon, Peter. Ah ja, klar. Die Firma dankt. Und auch die Mitarbeiter. Werter Herr oder werte Herren, was auch immer. Wissen Sie vielleicht, wo sich eine gewisse Chrissy Crystal befindet? Die Dealerin. Ja, klar. Ja, mit der verbringe ich in letzter Zeit die Abende. Also. Ist so schade. Also, da, seit der alte Stinker Fetti Norris nimmer mit mir am Bahnhofsplatz abhängt. Den vermisse ich schon ein wenig. Er hat mir immer von seinem erbettelten Geld was abgegeben und abends Löffelchen mit mir gemacht. Ich war immer das Kleine. Bleiben Sie bitte beim Thema. Ah ja. Ja, Chrissy, um die Zeit, ja, für gewöhnlich Drogenstock natürlich. Im 7. Ja. 7, ja. Jetzt müssen wir da auch noch rein. Naja, danke, Jenke. Jenke ist fort. Ich bin jetzt wieder euer Toni. Bisschen scheiße ist aber, dass wir uns eine Leber teilen. Was auch immer. Unfassbar, dass es hier keinen Aufzug gibt und wir die Treppen nehmen mussten. Diese Hausbesetzer könnten ruhig mal etwas Geld in die Hand nehmen und für etwas Luxus sorgen. Carsten, vielen Dank nochmal, dass Sie uns vor dem pöbelnden Gesocks im 4. Stock beschützt haben. Naja, mein Junge, wenn so ein Punk All Hell Detectives or Bastards brüllt, ist das eine Mikroaggression, die man am besten direkt mit einer gepflegten Schelle beantwortet. Ganz meine Meinung. Lasst uns zu dem Matratzenlager da drüben gehen. Verzeihung, ist unter diesem ganzen Gesindel hier eventuell eine gewisse Chrissy Crystal? Wer will das wissen, hä? Wir sind die drei Fragezeichen. Detektive in Aktion. Hier ist unsere Karte. Ich kann sowieso nicht lesen. Steck das Ding weg, hä? Meinten Sie nicht, dass die Zielperson zu diesem Zeitpunkt nüchtern sein sollte, Carsten? Das war wohl Wunschdenken. Versuchen wir mit der Befragung trotzdem unser Glück. Also, Chrissy? Hä? Es geht um das Verschwinden von Fräulein Biporella. Wir hatten ja gestern Abend bereits darüber gesprochen. Sie erinnern sich. Hoffentlich. Logo erinnere ich mich. Also, wir waren beim Kaister-Piratenangriff stehen geblieben. Ich glaube, wir können direkt wieder gehen. Entweder denkt die sich das aus, oder sie war gestern Abend breit wie Ricarda. Bitte, erzählen Sie weiter, Frau Crystal.
Hä? Ach, du meinst mich? Ja, okay. Also ich stand mit der Piporella im Innenhof und da stand dieser kleine, glatzköpfige Kerl mit Augenklappe auf einmal auf dem Matratzenhaufen, hob seinen Säbel und brüllte etwas. Dann kam, keine Ahnung, etwa 10 bis 20 Typen, ebenfalls in Piratenmontur in den Hof gestürmt und haben die Piporella einfach weggezerrt. Krass, ey. Ah ja. Und warum genau denken Sie, dass es sich um einen Geisterpiraten handelt? Hä? Naja, was sollten ein paar normalen Piraten denn mitten in unserer schönen Stadt wollen? Natürlich war es ein Geisterpirat. Natürlich, klar. Also wenn ihr mich fragt, kompletter Nonsens hier. Fahren wir nach Hause. Nicht so voreilig, mein lieber Recherchist. Im Hinterhof konnte ich durchaus einige Indizien ausmachen, die Chrissys Geschichte stützen. Die da wären, Erster? Also zum einen sind auf dem Boden sehr viele unterschiedliche Fußabdrücke zu sehen, die wild durcheinander sind. Spuren eines Kampfes. Genau. Ist euch denn nicht außerdem ein starker Rumgeruch aufgefallen? Doch schon, aber sind wir mal ehrlich. Das ist ein besetztes Haus voller alkoholkranker Versager. Da ist das nicht wirklich außergewöhnlich. Guter Einwand, Bob. Das bringt uns allerdings zum letzten und meiner Meinung nach auch stärksten Punkt. Einer der Übeltäter hat anscheinend eine Art Steckbrief verloren, der das Opfer, also Piporella, ausgiebig beschreibt. Was? Und das erzählst du uns erst jetzt? Zeig mal her. Also, da steht... Ja, meine BrüderInnen, unser nächstes Ziel ist eine blonde Dirne, die ihr doch eher durchschnittliches Gesicht unter einer zentimeterdicken Schicht von Make-up versteckt. Sie ist zu finden an einem Ort der Verkommenheit und der Sünde. Die Adresse lautet... Der Rest wurde leider vom Regen aufgeweicht und ist nicht mehr lesbar. Die Signatur unter dem Dokument kann man noch erahnen. Es ist unterschrieben mit, Captain Doppelwumms. Nachdem die drei Fragezeichen also von der Echtheit der Geschichte überzeugt waren, zogen sie sich in ihr Hauptquartier zurück, wo Bob umgehend mit den Recherchen begann und der Rest des Teams nachdachte. Ihren temporären Detektivkollegen Carsten wollten sie wieder kontaktieren, wenn es etwas Neues gab. Bob, konntest du bereits einige relevante Informationen einholen? Weißt du was, Justus? Seit wir nun doch wieder einen Fall haben, bist du nicht mehr so betrübt. Finde ich toll. Und du erinnerst mich prompt wieder an den Grund meiner Sorge, Peter. Vielen Dank auch. Oh. Justus, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe einiges herausgefunden. Wir müssen nur noch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also tatsächlich ist die Zahl der Vermisstenanzeigen in unserer Stadt in den letzten Wochen stark angestiegen. Jedoch gab es kaum mediales Interesse, da es sich bei den Entführten eher um... wie soll ich sagen... größtenteils asoziales Gesocks handelte. Ich musste also auf das Polizeiarchiv zugreifen. Gab es denn irgendwo Hinweise auf diesen ominösen Piratenkapitän? Im Grunde nur bei einem einzigen Fall. Mag aber auch daran liegen, dass bei den anderen Fällen von Seiten der Polizei überhaupt keine Ermittlungen aufgenommen wurden. Wer war denn das Opfer in diesem speziellen Fall? Ein alter Bekannter von uns. Kommissar Cum-Ex Scholz. Der zögerlich zurückhaltende Zausel aus unserem letzten Fall? Ganz genau. Spannend hierbei ist, dass kurz nach dieser Entführung es erst richtig losging und viele andere verschwanden. Und wie wurde er nun entführt? So genau hat das keiner gesehen. Er war wohl mit seiner Familie in einem Restaurant, das Licht ging aus und plötzlich war er verschwunden. Die Anwesenden hörten nur noch ein dreckiges Lachen und sahen einen Mann mit Augenklappe und Piratensprech lachend den Ort verlassen. Bemerkenswert. Was kannst du uns zu den anderen Opfern sagen? Hier wird's jetzt spannend. Eine Auswahl der Opfer gefällig? Vielleicht fällt euch eine Gemeinsamkeit auf. Jens Grabo, Siebel Zick, Mimon Baraka, das komplette Funkredaktionsteam, Halb Drachenlord Twitter... Schon gut, Bob. Ich sehe, wo das hinführt. Es wurden also ausschließlich Masken entführt. Sehe ich das richtig? Genau so ist es, Erster. Piporella, die ja zweifelsohne auch eine Maske ist, hat uns den Hinweis ja schon zu Beginn gegeben. Und zwar, dass sie von der NWO belästigt wird.
und was wir für bloße Aufmerksamkeitsgeilheit hielten, war doch eine Tatsache. Die NWO ist also wieder aktiv und auf Maskenjagd. Doch wie geht's jetzt weiter? Was fangen wir mit dieser Erkenntnis an? Ja, wie? Wir müssen irgendwie an die Hintermänner rankommen. Wir legen einen Köder aus, dem dieser Captain Doppelwumms nicht widerstehen kann. Der wird uns dann zu ihrem Hauptquartier führen. Wie wollen wir das anstellen? Ich meine, Captain Doppelwumms könnte doch jeder sein. Niemand kennt seine wahre Identität. Peter, ich habe da so eine ganz wilde Vermutung. Ohne weitere Erläuterungen hatte Justus seine beiden Kollegen und Carsten Pfahl am nächsten Tag zu einem Treffpunkt in der Innenstadt bestellt. Womit er jedoch nicht rechnen konnte, war, dass sich ausgerechnet dort zur selben Zeit eine gewaltige Menschenmenge versammelt hatte und dem Betrachter ein verstörendes Bild darbot. Die Presse war natürlich auch schon anwesend. Ja, moin moin und damit danke für die schöne Anmoderation, Fanny. Du geilste Nachrichtensprecherin aller Zeiten, du Geile! Ich, Herr Juice Time, begrüße die Zuschauer zu einer sich überschlagenen Live-Reportage vor Ort an der Metzgerei Ogerspeck. Hier hat sich eine Pro-San-Inferno-Demonstration gebildet. Die Aktivisten haben sich eine Metzgerei für ihren Protest ausgesucht, um ihre Solidarität mit dem in San-Inferno ausgeübten Veganismus zu bekunden. Die meisten sind sich vermutlich nicht im Klaren, dass sie selbst aufgrund ihres Lebensstils keine 10 Minuten in einer Diktatur überleben würden. Wie dem auch sei, hier direkt auf dem Gehsteig hat sich eine Reihe von besonders radikalen Aktivisten festgeklebt. Und wenn ich eine Reihe sage, dann kann man das auch wörtlich nehmen. Um dem Protest mehr Ausdruck zu verleihen, haben sich sage und schreibe 20 Personen mit Sekundenkleber je im Arsch eines ihrer Mitstreiter festgeklebt und so eine Art linksgrün versifften Tausendfüßer gebildet, der nun die Innenstadt lahmlegt. Polizeieinsatzkräfte versuchen vergeblich... Entschuldigung, darf ich mal... Hey, das gibt's doch nicht. Justus, Bob, hier drüben bin ich. Da ist er ja. Meddel, kämpf dich zu uns durch. Das ist ja grausam hier. Hast du was damit zu tun, Justus? Leider sieht mein Plan komplett anders aus und diese verdammten Hippies machen uns einen Strich durch die Rechnung, wie es aussieht. Und Carsten ist noch nicht da? Aus dem Weg, verdammt nochmal! Ich hoffe, ihr versteht, dass ich komplett gegengewollt bin, aber ich fühle mich gerade extrem bedrängt. Jetzt ist Platz. Hallo, Jungs. Da ist er ja, der alte Pumpernickel. Meddel. Dann sind wir ja alle versammelt. Also, Freunde, bevor ich euch meinen Plan erläutere, müssen wir diese Menschenmenge auflösen und vor allem dieses bizarre Menschenkonstrukt da loswerden. Vielleicht reden wir einfach mal mit einem von ihnen. Nur mit welchem? Also, ich würde jetzt spontan mal mit dem Einzigen reden, dessen Fresse nicht im Darmtrakt eines anderen festgeklebt ist. Also quasi dem Kopf des Tausendfüßlers. Sehr gut mitgedacht, Bob. Also los. Hey, du da! Wir müssen mal mit dir reden. Meint ihr mich? Ja, du! Also ungeachtet der Lächerlichkeit eures politischen Anliegens hier, muss das denn sein, wenn wir hier lang gehen? Mann, ey! Würden Sie vielleicht mit unserem Anführer sprechen? Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wer ist euer Anführer? Ach, der Kerl, der direkt hinter mir klebt. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug war, euch in dieser Reihenfolge anzukleben. Versuchen wir es trotzdem. Könnten Sie Ihre Demonstration bitte an einen anderen Ort verlegen? Absolut unmöglich! Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die drei Fragezeichen. Detektive, meistens im Auftrag von Mr. Bitchcock. Hier ist unsere Karte. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv... Oh, sorry, Boss. Peter Shaw, Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Also, ihr macht euch gerade extrem lächerlich. Also von einem Typen, der gerade halb verdaute Taco-Reste in die Fresse gefurzt bekommt, ist das schon echt eine starke Aussage. Hört zu, ich bin ja auch stark dafür, dass jeder in diesem Land demonstrieren darf. So hirnverbrannt die Gründe auch sein mögen. Aber das hier geht entschieden zu weit. Ihr behindert hier hart und ehrlich arbeitende Leute wie uns und stachelt zudem noch weitere Idioten an, auf die Straße zu gehen.
Und das nicht, weil ihr von der Sache überzeugt seid, sondern nur, um euch selbst geil zu fühlen. Boss, der Typ macht mir Angst. Reiß dich gefälligst zusammen! Du hast immerhin bezahlt, dafür hier rumzustehen! Bezahlt? Na, das ist ja interessant. Von wem denn? Geht dich gar nichts an, Fettkloß! Also wirklich? Das war eindeutig eine Mikroaggression. So etwas kotzt mich an! Das ist geradezu Mobbing. Ist Ihnen in Ihrer Schulzeit nicht Ähnliches widerfahren, Carsten? Carsten! Smash! Ich euch alle smashen werde! Gut gemacht, Kollegen. Wir haben seinen inneren Hulk geweckt. Und er hat den kompletten Human Centipede verdroschen. Der Rest der Menge ist in Panik geflohen. Ein klarer Sieg für die drei Fragezeichen. Puh. Ich glaube, ich habe mich etwas aufgeregt. Was ist denn passiert? Alles gut. Sagen wir einfach, dass sich die Demonstration spontan aufgelöst hat. Na, so ein Glück. Dann können wir uns ja wieder deinen Plan widmen, Justus. Na, dann erkläre mal, Erster. Warum treffen wir uns vor der Metzgerei Ogerspeck? Nicht die Metzgerei interessiert uns, sondern das Gebäude direkt daneben. Die Warburg-Bank? Sehr richtig. Wir sind hier, um einen Köder auszulegen. Der Aktenkoffer, den du bei dir trägst? Ebenfalls richtig. Gefüllt mit Falschgeld. Und warum genau sollte sich dieser Piraten-Captain Doppelwumms mit einem Aktenkoffer voll Geld vor einer Warburg-Bank ködern lassen? Weil, werte Kollegen, es sich bei diesem Piraten um den kürzlich verschollenen Kommissar Scholz handelt. Nein! Doch! Oh! Er inszenierte seine eigene Entführung, um unterzutauchen und für seinen neuen Arbeitgeber weitere Masken zu besorgen. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und wenn deine Theorie stimmt, wird er den Köder in sein Hauptquartier bringen. Da bin ich mal gespannt. Nachdem der Köder, der natürlich mit einem Peilsender versehen war, platziert wurde und sich Justus in der Metzgerei Ogerspeck einen Monatsvorrat Frikadellen besorgt hatte, legten sich die vier Ermittler in einem nahegelegenen Café auf die Lauer. Der Peilsender bewegt sich. Also los, zum Anti-Mobbing-Mobil und die Verfolgung aufnehmen. Ihr habt den Mann gehört. Los, los, los! Meine Fresse. Kaum zu glauben, dass sich diese Verfolgungsjagd bis an die Küste hingezogen hat. Wo hätten Sie denn ein Piratenhauptquartier erwartet, wenn nicht auf hoher See? Ja, das sehe ich ein. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um auf das Schiff zu gelangen. Fällt das denn keinem auf, dass hier ein Piratenschiff wie aus dem Geschichtsbuch vor Anker liegt? Justus, es handelt sich hierbei um eine Touristenattraktion. Sollte das hier also wirklich das Hauptquartier sein, so ist es ausgezeichnet getarnt. Einfach nur dadurch, dass es super auffällig ist. Ja, das muss ich zugeben. Der Zugang ist jedenfalls von zwei Typen im Piratenkostüm bewacht. Gehen wir etwas näher ran und belauschen sie. Diese nutzlose Nachtwache hier. Warum müssen wir das Boot vor illegaler Zuwanderung schützen? Na, weil der Captain Öffentlichkeit wirksam verkündet hat, dass das Boot zu voll ist und blinde Passagiere zurückgeführt werden müssen. Ja, abschieben im großen Stil. Habe ich auch gehört, aber wir kennen doch den inzwischen. Morgen hat er wieder eine andere Meinung, wie es ihm gerade passt. Beziehungsweise, wie es die Crew hören will. Ich komme da gar nicht mehr mit. Und selbst wenn wir jemanden abfangen, müssen wir ihn trotzdem aufs Boot bringen. Er gibt keinen Sinn für mich. Der Sinn hat sich von diesem Boot doch schon längst verabschiedet. Verzeihung, meine Herren. Keine Bewegung. Wer da? Just, was machst du denn da? Du hast unsere Tarnung komplett auffliegen lassen. Fort herkommen. Na was denn nun? Keine Bewegung oder herkommen? Erst das eine, dann das andere. Los, bisschen plötzlich. Die sehen gefährlich aus. Meine Herren, wir planen Ihr Schiff auf höchst illegale Weise zu entern. Wie bitte? Du hast ja Nerven. Du kannst gleich wieder verschwinden und froh sein, wenn ich dich nicht aufspieße wie ein Schaschlikspieß. Wir sind extrem gute Schwertkämpfer. Mein Name wird in jeder dreckigen Ecke gefürchtet. Also hast du doch den Job als Putze gekriegt. Komm her, du. Jetzt beruhigen wir uns alle erstmal und verhalten uns ganz nach Protokoll. Was soll das heißen? Dass ihr uns nach dem aktuellen Piratenkodex umgehend auf euer Schiff in Gewahrsam nehmen müsst. Verdammt, er hat recht. Bringen wir die ganze Bande in den Zellenblock H.
So geschah es, und die vier Ermittler wurden in eine Zelle unter Deck gebracht. Diese war bereits von einem anderen Insassen belegt. Demnach war es darin relativ eng. Also ich weiß nicht, inwiefern sich unsere Lage jetzt verbessert hat, Justus. Na, wir sind doch jetzt quasi im Hauptquartier des Captains. Das wollten wir doch, nicht wahr? Ja, schon. Nur, dass wir leider in einer kleinen, schmierigen Zelle sitzen und gleich dem grausamen Captain vorgeführt werden. Oh, euch haben sie also auch entführt, ja? Nein, wir sind quasi freiwillig hier. Ich verstehe dich. Manchmal ist der Zynismus der letzte Ausweg. Mache ich eigentlich ständig in meinen Videos. Nein, wir sind wirklich freiwillig hier und diese Piraten scheinen ja wirklich extrem grausam zu sein, einen Rollstuhlfahrer hier einzusperren. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Leroy Ratata Jenkins. Und mach bitte nicht den Fehler, mich auf meinen Rollstuhl zu beschränken. Ich bin halb japanisch und halb kongolesischer Transgender, neugieriger mit Drang zum Selbstmord und ausgeprägter Liebe zu Tieren. Ja, jedem das seine. Peter, der Spruch hat uns bei einem anderen Rollstuhlfahrer schon mal richtig Ärger eingebracht. Erinnerst du dich nicht? Oh, doch, leider schon. Dieser Kampfzwerg Raoul Kohlwohn. Vergessen Sie meinen letzten Satz, Leroy. Schon vergessen. Nochmal Glück gehabt. Immerhin handelt es sich hier bei dem Typ höchstwahrscheinlich auch um eine Maske. Das könnten wir eventuell ausnutzen. Hey Leroy, im Sinne der Gleichberechtigung würde ich Ihnen gerne die Leitung bei unserem Ausbruchsversuch übertragen. Na, das gefällt mir doch. Was soll ich tun? Wir warten auf eine günstige Gelegenheit, etwa wenn die Wachen gerade an unserer Zelle patrouillieren und dann rammen sie mit ihrem elektrischen Rollstuhl die Tür auf. Wie ein kleiner, motorisierter, brauner Bulle. Kann ich dabei verletzt werden? Ach, wenn sie sich richtig anstrengen, bestimmt. Sehr gut, dann warten wir mal ab. Während wir warten, eine Frage noch, Leroy. Haben Sie eine Ahnung, warum Sie hier eingesperrt wurden? Nur eine Theorie. Immer wieder kommen Wachen und führen einzelne Gefangene ab. Das Kuriose ist aber, dass so manch eine Wache zuvor ja als Insasse eingesperrt war. Sie heuern also Leute an, das ist es! Und weil Masken generell extrem labil, instabil und nicht die hellsten sind, ist es natürlich recht wahrscheinlich, dass das klappt. Kurze Zeit später. Hey, macht euch bereit! Es sieht so aus, als würden die beiden Typen, die gerade noch das Schiff bewacht haben, einen weiteren Gefangenen zu einer Zelle bringen. Los jetzt! Lauf zu, du Made! Aber jetzt hören Sie doch mal zu! Ihnen kann doch mein Leidensweg nicht egal sein! Hört der Typ jemals auf zu labern? Justus, das ist doch wieder dieser Till Dovakin-Typ, den wir am Weihnachtsmarkt gesehen haben. Ihr kennt den? Tatsächlich nicht verwunderlich, dass es sich bei ihm um eine Maske handelt. Hören wir mal weiter zu. Du kannst von Glück sprechen, dass der Captain dich lebend will. Ja, dann erzählen Sie dem Captain nochmal bitte von meinem neuesten Martyrium. Wie ich mit einer Flasche Billigbier in einen Berliner Club gehen wollte. Und der Türsteher so zu mir so, ey, pack dein Sternbuck weg. Und die Leute hinter mir in der Reihe haben dann ebenfalls gerufen so, pack dein Sterni weg. Wie soll ein Mensch das ertragen? Es war so fürchterlich. Genug jetzt. Stehen bleiben. Du siehst hier gleich mehr Sterne, als dir lieb ist, du bekackter Simulant. Von allen Widerlingen, die wir hier einbuchten müssen, bist du echt der Schlimmste. Sie sind stehen geblieben. Legen Sie los, Leroy. Okay, let's do this. Leroy Jenkins! Damn you, Leroy! Die Tür ist offen und die Wachen erledigt. Leroy und dieser andere Kaspar sind zwar auch ziemlich demoliert, aber ein bisschen Verlust ist ja immer. Suchen wir jetzt den Captain. Um das Klischee weiterhin zu bedienen, sollten wir mal in der Kapitänskajüte nachsehen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Los geht's! Hey! Hey, ihr Schädektive! Ihr seid gekommen, Biporella zu retten. Ich wusste es. Erstens heißt es Hey-Detektive und zweitens bin ich mir da noch gar nicht so sicher. Na sowas. Biporella ist hier also auch eingesperrt.
Warum hat das überhaupt gedauert so lange? Und warum hat bulliger Mann Hilfe von einfältigen Kindern gebraucht? Ich glaube, die meint sie, Carsten. Hören Sie zu, Biporella. Es grenzt schon an ein Wunder, dass wir es zusammen bis hierhin geschafft haben. Könnt ihr erklären später. Lasst Biporella raus. Ich halte das für keine gute Idee. Erst sollten wir den Captain finden und unschädlich machen. Wollt ihr mich machen wieder wütend? Ja, genau deswegen. Sie würden uns noch auffliegen lassen. Also bleiben Sie erstmal eingesperrt. Frau Biporella, das wird mir jetzt mehr wehtun als Ihnen. Herzlichen Dank, Carsten. Gewalt sollte nie eine Lösung sein. Außer bei dieser billigen Ostblocknutte. Jetzt lasst uns aber die restlichen Gefangenen ignorieren und direkt zum Captain gehen. Sonst nimmt das hier ja nie ein Ende. Richtig, Erster. Jetzt aber schnell. Na dann, rein da! Ich hatte doch ausdrücklich angeordnet, dass ich während des Verhörs nicht gestört werden will. Das Verhör wird jetzt erst richtig beginnen. Und diesmal wollen wir nichts von Erinnerungslücken wissen. Was? Welche Landratte setzt ihre dreckigen Pfoten in das Reich der Sozialpiraten? Sie kennen uns aus dem letzten Fall. Jetzt tun Sie mal nicht so unwissend. Ich besegelte die Weltmeere schon vor Jahrhunderten. Ich habe studiert, ich habe mit spanischen Torero-Tänzerinnen getanzt und je nach Gemütslage die Patente 1, 2, 3, A, B, C, die 6. Aber Kriminalfälle hatte ich noch keinen. Meine Fresse, die Augenklappe macht sie weder härter noch sympathischer. Außerdem hat keiner was von einem Kriminalfall gesagt, Kommissar Scholz. Ich bin kein Commodore und schon gar nicht der Royal Navy. Ich bin Captain Raffi Doppelwumms. Ja. Gib's auf, Peter. Spielen wir einfach mit und kitzeln die Antworten so aus ihm raus. Jetzt genug geredet. Wir müssen die langhaarige und hübsche Frau befreien, die da nur mit einem String bekleidet an dem Balken gefesselt ist. Na, ob sie hübsch ist, wissen wir nicht. Man sieht sie ja nur von hinten. Ich dulde so eine Behandlung von Frauen nicht. Da verliere ich schnell mein Temperament. Carsten, Sie halten den Captain in Schach. Sollte er versuchen, um Hilfe zu rufen, hauen Sie ihm eine Delle in den Helm. Peter, du befreist die Dame. Aber das ist mir doch eine Freude. Hey, Lady, keine Sorge, der Albtraum ist vorbei. Hier ist Ihr Held, Peter. Scheiße, das ist ein Typ. Schon wieder, Peter. Mach ihm oder ihr den Knebel ab. Ja, verdammte Scheiße. Seht euch die massive Beule in meiner Hose an. Wie könnt ihr mich, den maskulinsten BMW-Proll vom Bodensee, für eine Frau halten? Oder Schlimmeres? Emilio Stringo! Wie, ihr kennt diesen Typen? Ja, natürlich. Er ist eigentlich ein Professor an der Uni von Palma de Mallorca. Hey, Doppelwumms, du Perversling! Warum hast du diesen armen Mann entführt und bis auf den String ausgezogen? Also, meine Crew hat ihn so aufgefunden und gebeten, sich anzuziehen, bevor sie ihn mitnehmen. Er hat sich aber vehement geweigert. Ich zitiere, ihr könnt meinen Oldtimer nehmen, meine Frau und meine Privilegien, aber niemals meine Freizügigkeit. So kennen wir ihn. Ich erinnere mich doch an euch. Ihr habt mein Fachwissen für die Lösung des Torhammerfalls genutzt und mir dann nichts von der Belohnung abgegeben. Was das angeht... Immerhin haben wir sie jetzt ja befreit, Emilio. Was wollte dieser irre Captain von Ihnen? Es geht um eine Übersetzung eines alten Textes aus der südamerikanischen Folklore. Wollen Sie sich nicht mal etwas anziehen, Signor Stringo? Ich muss dauernd auf Ihre Beule starren. Ha, Sie müssen sich nicht schämen. Das geht im Grunde jedem Mann so. Also ich komme auf den Typ nicht klar. Er mag aussehen wie der deutsche Hentai Carmen, aber in seinem Fachgebiet ist er einsame Spitze. Sprechen Sie weiter, Emilio. Ich forsche nun schon eine ganze Weile an den Ursprüngen des Inferno-Kults, also der Glaubensgrundlage des südamerikanischen Terrorstaates San Inferno. Die ja gerade wegen des Krieges mit Tierra Sagrada überall in den Nachrichten sind. Sehr richtig. Bei einer Forschungsreise zum fallischen Turm von Tierra Sagrada entdeckte ich einige uralte Gesteinstafeln, die sehr brisante Informationen über die Ursprünge des Inferno-Glaubens beinhalten. Schweig! Genau diese Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Sie würde alles zunichte machen. Was würde denn dann passieren? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern.
was sollte ein deutscher Ex-Bulle mit einem südamerikanischen Schurkenstaat zu schaffen haben? Ich bezweifle, dass er der Drahtzieher dieser ganzen Aktion ist. Uns fehlt nur noch eine Verbindung zu seinen Hintermännern. Erzählen Sie uns mehr, Senior Stringo. Nein, du dreckiger Hund! Du hast kein Wort mehr! Verzeihung! Das ist so ein Reflex bei mir! Mikroaggression! Na super. Ich schätze, den Captain können wir für die nächsten 2 Stunden nicht mehr befragen. Darf ich jetzt endlich? Danke. Also, wie ich eben schon sagen wollte, der Ursprung des heute so radikalen saninfernischen Glaubens und der des gemäßigten Glaubens, wie er im benachbarten Teil von Tierra Sagrada praktiziert wird, ist komplett identisch. Er wird lediglich unterschiedlich interpretiert. Und wenn das publik würde, dann würde das komplette System in beiden Staaten zusammenbrechen. Die Spuren des Ganzen führen also ganz klar nach Südamerika. Vielleicht würde sogar Frieden herrschen. Für mich ist Religion in jeder Form ja kompletter Unsinn, aber wenn das eine Basis für Frieden sein kann, warum nicht? Also veröffentlichen wir die Informationen und dann ist alles gut. Wir brauchen aber Beweise. Und da beim Überfall unter anderem der fallische Tempel geplündert wird, wette ich, dass die Gesteinstafeln inzwischen in San Fierno sind. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dorthin zu reisen. Wie denn bitte? Mit diesem Schiff hier würde es viel zu lange dauern. Aus dramaturgischer Sicht eigentlich sehr schade. Ob wir so spontan einen Flug bekommen? Also ich heb durch den Verkauf von Kaffeetassen mit der Silhouette meines Gemächts drauf inzwischen mehrere Millionen verdient und besitze einen Privatjet. Den könntet man auch nehmen, mir bräuchtet nur einen diskreten Landeplatz in der Nähe der Grenze zu San Infierno. Morton, unser lebensfroher Chauffeur, hat exzellente Verbindungen zur südamerikanischen Drogenmafia. Supi, in dem Fall können wir direkt aufbrechen. Aber was ist mit dem Captain und der Crew? Die schließen wir allesamt mit den Masken unter Deck ein. Die werden schon klarkommen. Von unterwegs können wir ja die Polizei rufen. Ei, ei, Captain Just! Die 3 Detektive und der Wissenschaftler flogen also so schnell es ging los und landeten neben einer hübsch gelegenen Coca-Plantage. Morton hatte seine Verbindungen spielen lassen, die 3 Fragezeichen aber gezwungen, auf dem Rückweg etwas Schmuggelware mitzunehmen. Aus Platzgründen mussten sie also den massigen Karsten Pfahl zurücklassen. Nach einem netten Plausch mit den Bauern zogen sie los und kämpften sich mit Macheten durch den Dschungel. Emilio Stringo übernahm die Führung. Also, wenn die Angaben dieser überraschend höfliche Coca-Farmer stimmen, dann solltet ihr in Kürze an der Grenze sein. Ich finde wirklich, dass das Kartell ihnen die Subventionen nicht streichen sollte. Also, jedenfalls, am Ende des Dschungels befindet sich eine Bucht. Die müsstet ihr dann nur noch überqueren. Diese Natur überall und diese Einsamkeit. Ich komme hier echt an meine Grenzen. Krasse Erfahrung. Krank. Krass. Geisteskrank. Ja, Peter. Richtig krasiges Survival hier. Fast wie in dieser geskripteten Möchtegern-Survival-Serie, in der Influencer-Lappen stundenlang in die Kamera heulen, wie schwer sie es doch gerade haben, fernab jeglicher Zivilisation. Während sich in 200 Meter Luftlinie Entfernung das nächste Hotel befindet und man sich vor Product Placement gar nicht mehr retten kann. Eigentlich der perfekte Ort, um ein Online-Casino aufzumachen. Verdammte Scheiße, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Wundert mich eigentlich, dass sie diesen Fritz Kleinicke nicht auch auf das Piratenboot gebracht haben. Was eine Maske. Da, ich sehe eine Lichtung. Endlich haben wir es geschafft. Am Wasser müsste ein kleines Boot liegen, das die Bauern uns überlassen hin. Da ist es ja. Na dann alles einsteigen. Peter, ran an die Ruder. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Wie geht es eigentlich weiter, wenn wir am anderen Ufer sind? Was war denn das? Und woher kam es? Ja, jedenfalls nicht vom Land. Da, auf dem Meer draußen. Es ist ein weiteres Piratenschiff. Das kann aber nicht das vom Captain sein. Doch, wem gehört es dann? Keinen Schritt weiter, ihr Würmer. Was treibt ihr euch in meinen Gewässern rum? Dürft ihr unterwegs sein? Dürft ihr das? Ist irgendwie mal wieder eine Piratenserie auf Netflix erschienen oder warum macht jetzt hier wieder jeder auf Blackbeard? Verkleidet oder nicht, die Kanone, mit der man eben beschossen wurde, ist verdammt echt. Ich hab euch was gefragt. Ja oder nein? Was wollen sie denn von uns? Ob ihr hier unterwegs sein dürft, nach euren Moralvorstellungen. Ja oder nein?
Jetzt atmen Sie erstmal kurz durch und beantworten mir folgende Frage. Wer sind Sie überhaupt und für wen arbeiten Sie? Ich bin Lady V. Ich bin militant, ich bin Veganerin und ich verdiene mir gern mal was dazu auf OnlyFans. Dann kann ich ja davon ausgehen, dass Sie der Maskentruppe angehören, die für San Infierno angeheuert wurde. El Presidente ist unser weiser Führer und er wird die Welt vom Veganismus und der Freikörperkultur überzeugen. Mit tödlicher Gewalt. Die meint es ernst, Leute, und sie hat eine komplette Crew aus Zahlschweinen am Start. Parley! Hä? Ich kann kein Französisch. Da habe ich aber anderes gesehen. Mein Ausruf bezieht sich aber auf den Piratenkodex, das Recht zu verhandeln. Ach, das meint ihr. Gut, kommt an Bord. Gerne. Lassen Sie mich nur noch meinen Rucksack ablegen. Jungs, bewaffnet euch und greift auf mein Kommando an. So, dann wollen wir mal raufkommen. Ach, verdammt, das Sofa ist immer so tief. Ach, Gott. Jetzt beeilt euch schon. Gemach, gemach, du abgemagerte Sodomistin. Wie kannst du es wagen? Attacke! Was ist das? Das sind wirklich, wirklich abgelaufene Buletten aus der Metzgerei Ogerspeck. Wohl bekommt's. Es brennt auf meiner Haut. Bitte aufhören. Ich tue alles, was ihr wollt. Sie können auf jeden Fall ein paar vertragen, wenn ich mir ihren Körperbau so ansehe. Zuallererst schickst du deine Zahlsklave unter Deck, dieses ehrelose Xindel. Und dann bringst du uns zu deinem El-Präsidenten in sein geheimes Dschungelcamp. Ihr meint die FKK-Kommune? Die was? Müssen wir da wirklich hin, Justus? Das klingt schrecklich. Wir können so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Setz die Segel und volle Kraft voraus! Wie fühlt sich's eigentlich an? Von Angst und der Stille so vorgeführt zu werden. Von Angst und der Stille. Unsere vier Helden wurden an einem Strand ganz in der Nähe abgesetzt. Im angrenzenden Dickicht des Dschungels konnten sie einige schwer bewaffnete, aber leicht bekleidete Wachposten erahnen. Sie schlichen sich näher, um die Lage besser einschätzen zu können. Also eins ist klar, mit Gewalt kommen wir hier nicht weiter. Ja, ich bin mir sicher, wenn die meiste der Anhänger dieses El-Präsidenten die Wahrheit über ihren Glauben wüsste, sind die auch nicht mehr bereit zu kämpfen. Dann müssen wir schnell die Tafeln, also die Beweise, finden und sie irgendwie publik machen. Wir sollten uns aufteilen. Bob und Senor Stringo suchen die Steintafeln. Peter und ich suchen ein Kommunikationsmittel. Das ist wahrscheinlich am besten. Bleibt im Verborgenen und lasst euch nicht erwischen. Auf geht's, Senor Stringo. Ja, dann los geht's. Also gut, Peter, dann wollen wir mal. Runter mit der Hose. Wie bitte? Du siehst doch, dass hier alle unbekleidet rumlaufen. Damit wir nicht so auffallen, machen wir dasselbe. Hat es einen bestimmten Grund, dass du ausgerechnet mit mir losziehen wolltest? Na klar, weil wir uns so super ergänzen. Du bist schlank, ich bin kräftig gebaut, du hast einen etwas kleineren Pin. Justus, jetzt halt besser die Klappe. Ziehen wir uns aus und gehen los. Siehst du das große Zelt da in der Mitte, Peter? Ich wette, da drin residiert dieser Präsidente. Und der hat bestimmt ein Funkgerät oder sowas. So gut wie es bewacht ist, kommen wir da nie unbemerkt rein. Nicht mal mit dieser brillanten Tarnung. Wir müssen für ein Ablenkungsmanöver sorgen. Hast du eine Idee? Nicht direkt. Gehen wir mal zu den Holzhütten da drüben und schauen uns um. Justus, sieh mal hier durch den Spalt in der Hütte. Da drin scheint eine Art Versammlung zu sein. Da herrscht aber eine schlechte Stimmung. Und warum stehen die alle so dicht gedrängt? Mensch, Peter, ich glaube, das sind Gefangene. Was? Wir müssen sie sofort befreien. Obwohl, nein, das würde zu viel Aufsehen erregen. Aber das wollen wir doch. Gute Idee, Peter. Justus, was ist, wenn einigen der Geiseln etwas passiert? Du machst dir zu viele Gedanken. Außerdem ist nur eine Wache da. Wir müssen nur irgendwie einen Aufstand anzetteln. Da habe ich eine ausgezeichnete Idee. Ich habe nämlich einen der Gefangenen erkannt. Wen denn? Da drin ist Till Dofakin. Irgendwie scheint er hier gelandet zu sein. Wirklich? Lass mich nochmal sehen. Ach, tatsächlich. Er sitzt da in der Ecke und liest ein deutsches Wochenmagazin mit einem weißen, zackigen Symbol als Logo. Peter,
Wir wissen beide, wie wir ihn triggern können. Auf drei. Eins, zwei, drei. Pack deinen Stern weg! Wer war das? Ich habe echt schon viel Diskriminierung erlebt, aber das geht echt zu weit. Ihr diskriminiert mein Verlangen nach seichter Information. Gebt mir sofort mein Handy, ich muss einen Livestream machen. Super, es hat funktioniert. Da kommen auch schon die Wachen vom Zelt angerannt. Dann lass uns an ihnen vorbeischleichen und ohne zu zögern das Zelt stürmen. Können wir uns davor wieder anziehen? Vermutlich wirken wir dann etwas seriöser. Wenn es dir so viel bedeutet. Jetzt aber los. Keine Bewegung. Wir haben sie umstellt, NWO-Minister. Hä? Wie? NWO-Minister? Wir wollten doch diesen El Presidente fassen. Peter, die beiden sind ein und dieselbe Person. Bravo, Justus. Bravo. Und das wusstest du die ganze Zeit? Ganz ehrlich, Peter, wer so exzessiv Masken um sich schart und dabei noch die Weltherrschaft an sich reißen will, das muss doch einfach unser Erzrivale und auch der NWO-Chef sein. Ja, das leuchtet ein. Nur der Hang zum FKK ist neu. Ach, wisst ihr, man muss sich auch mal weiterentwickeln, interessant bleiben. Nichtsdestotrotz ist ihr perfider Plan hiermit gescheitert. Wir haben die Steintafeln mit der Prophezeiung gefunden und wir werden die Öffentlichkeit darüber informieren. Ihre kleine Sekte ist damit Geschichte. Selbst wenn dem so wäre, ich muss lediglich auf den Alarmknopf hier drücken und schon kommen hier Massen an gut bewaffneten, gut bestückten Wachen an, die euch unschädlich machen. Sie bluffen doch. Das habe ich doch gar nicht nötig. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass ich Justus Onkel und Tante in Gewahrsam habe. Was? Sie sind hier? Verdammt, die haben wir in der Hütte eben gar nicht bemerkt. Als meine Ehrengäste habe ich sie natürlich an einem speziellen Ort untergebracht. Und wenn ihr wirklich die Tafeln hättet, wüsstet ihr das auch. Justus! Justus! Peter! Wir haben die Tafeln gefunden! Außerdem ein Kokainlager, das gerade von den Wachen geplündert wird. Und deine Verwandten konnten wir auch befreien. Habt ihr irgendwas Interessantes erlebt? Wollen Sie Ihre letzte Aussage nochmal überdenken, NWO-Minister? Nun, hinter euch, ein dreiköpfiger Affe. Was zum... Ach, unglaublich, dass wir darauf reingefallen sind. Dieser Trick klappt einfach immer. Und jetzt konnte er unbemerkt durch diese Falltüre flüchten. Ich dachte, diesmal haben wir ihn wirklich. Naja, gehen wir raus. Deine Verwandtschaft freut sich bestimmt sehr, dich zu sehen. Bob, Senor Stringo, sehr gute Arbeit. Justus, mein Junge, es ist so unglaublich schön, dich zu sehen. Wie habt ihr uns gefunden? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Was machen wir jetzt? Wo sind wir überhaupt? Oh, ein Papagei. Schön. Wow, was ist denn mit Onkel Titus los? Ich erwähnte doch ein geheimes Kokainlager. Anscheinend ist Titus schon vor 2 Tagen aus seiner Zelle ausgebrochen. Doch anstatt in die Freiheit zu flüchten oder seine Frau zu retten, hat er seitdem die Kokainvorräte der Kommune geplündert. Ich bin auf jeden Fall super erleichtert, dass es Titus und Tante Mathilda gut geht. Und wie seid ihr die restlichen Wachen losgeworden? Wie es aussieht, wussten die gar nichts von diesen besonderen Vorräten und haben sich umso mehr über den Fund gefreut. Außerdem scheint es hier so eine Art Sexkommune zu sein. Und jetzt feiert erstmal eine gigantische Sex- und Drogenorgie. Sehr gut. Das gibt uns Zeit, die Behörden zu informieren und dem Spuk hier ein Ende zu setzen. Geiseln wurden versorgt und schon bald herrschte wieder ein bisschen mehr Frieden auf der Welt. Die Detektive flogen mit Senior Stringos Jet zurück in die Heimat und genossen die Aussicht über den Wolken. Unglaublich, dass mal wieder die NWO hinter allem steckte. So mächtig waren sie aber noch nie. Ich frage mich, wohin das alles führen soll. Eins ist sicher, ob mit oder ohne NWO, es wird immer neue Masken geben und so schnell werden uns die Fälle nicht ausgehen. Das verspreche ich euch.